Ich werde eine Beschränkung auf 2 4-jährige Amtszeiten vorschlagen für den FIFA-Präsidenten, die Mitglieder des Exekutivkomitees und des FIFA-Rats. Transparenz ist absolut notwendig und das beinhaltet auch die Veröffentlichung der Protokolle von Vorstandssitzungen und die Offenlegung von Spitzengehältern. Als eine meiner ersten Amtshandlungen will ich die Schweizer und die US-Generalstaatsanwälte kontaktieren und ihnen die Zusammenarbeit mit der FIFA anbieten, um ihnen einen schnellen Abschluss ihrer Untersuchungen zu ermöglichen. Zudem ist es die oberste Priorität, den Garcia-Bericht zu den WM-Vergaben 2018 und 2022 zu veröffentlichen. Die Wahl des nächsten FIFA-Präsidenten sollte nicht durch regionale Befindlichkeiten entschieden werden. Es sollte der glaubwürdigste Kandidat mit dem größten Engagement und den richtigen Werten gewinnen, um die FIFA wieder zu vereinen und den kulturellen Wandel in dieser Organisation zu überbrücken.